Hallo, René hier. Versprochen ist versprochen. Hier kommt nun endlich die Fortsetzung und zugleich der Abschluss meines Vergleichs Cayenne CS100 gegen Topping T90, heute verbunden mit einem externen Laufwerk. Der Fisch ist an Land gezogen, weil er nur 6 Kilo wiegt und klein und handlich ist, kam er diesmal per Spedition und nicht per Taxi. Leider habe ich nicht den erhofften Primare DD15 gekriegt, dafür aber den Prisma CD15. Das ist ein designmäßig unscheinbares Gerät, das nicht nur CDs abspielt, sondern als All-in-One Media Player dient. Das sieht man alleine schon an der reich bestückten Rückseite. Wo wir nicht nur analog über die RCA-Buchsen raus können, sondern auch digital über einen optischen und einen koaxialen Anschluss. Vor allem haben wir je einen LAN und einen USB-Port. Was auch immer das Gerät können mag, war für mich erstmal nicht so wichtig, weil ich nur sein Laufwerk benötigte, welches die Daten dann koaxial an den Topping D90 weiterreichte, sodass die beiden als komplette CDP-Einheit funktionierten und damit einen Vergleich mit dem Cayenne möglich machten. Wie Sie sehen, habe ich sogar meine Rack-Landschaft umgebaut, um die Verkabelung und die Umschaltung zu erleichtern. Zum Probehören habe ich zuerst einmal 2 Tracks von der Hot Club of San Francisco CD von 1993 verwendet. Nature Boy. Im Vergleich klang die Stimme von Maria Muldaur mit dem CD15-Laufwerk eine Spur weicher, sogar die Instrumente kamen einen Hauch zarter rüber, dafür klang der CS100 ein paar Prozentlein frischer. Welcher Version man den Vorzug gibt, ist weitgehend Geschmackssache oder hängt von der Gesamtabstimmung der jeweiligen Peripherie ab. Besitzer einer heller, aggressiver abgestimmten Anlage könnten dem CD15 den Vorzug geben. Bei Spur 6 Hummin' to Myself fand ich die komikerhaft witzige Stimme von Dan Hick mit dem Cayenne ein Quentlein deutlicher umrissen. Auch die Tonalität war nicht ganz identisch. Dank der lebhafteren Präsentation kamen die Musiker beim CS100 geringfügig mehr nach vorn. Der CD15 fügte einen Hauch von Geschlossenheit dazu. Auch hier konnte ich nicht entscheiden, ob nun das eine oder das andere höher zu bewerten ist. Bei Shilingo von der gleichnamigen CD schien der CD15 die Reißnagelstimme von Tim Gibbons klarer definiert wiederzugeben, schaffte es aber nicht, die doch wirklich wenigen Instrumente klarer zu trennen und räumlicher, präziser anzuordnen als der Cayenne. Zu guter Letzt kam wieder mein ultimativer Härtetest, das Finale aus Stravinskys Suite Firebird mit dem Tokyo Kosei Wind Orchestra. Der rote Faden, der sich schon bei den anderen Titeln abgezeichnet hatte, blieb zu meiner Beruhigung bestehen. Der CS100 spielte etwas aggressiver und härter, was manche Spitzlichter aufsetzte, aber auch anstrengender klang. Für mich erstaunlich, weil doch der CS100 immerhin 5 Röhren in der Wandlerstufe hat, 4 6922 und eine Pentode für die Spannungsstabilisierung. Trotzdem spielte die Prisma-Topping-Kombi ein paar Millimeter weicher, dafür nicht immer so explosiv und temperamentvoll. Insgesamt würde ich aber für unentschieden plädieren, denn mit dem Gehörten befinden wir uns noch in dem immer fragwürdigen Bereich
feiner geschmacksbedingter Unterschiede und Details, die man durch geringfügige Maßnahmen wie Kabeltausch beeinflussen kann. Leider muss ich auf eine detaillierte Schlusskalkulation verzichten, weil ich nicht herausrechnen kann, welchen Eurowert das verbaute Laufwerk innerhalb des Gesamtgerätes hat. Da wir aber noch hohe Prozentanteile für den Vorverstärker, für den Wandler und für die Netzwerktechnik rechnen müssen, dürften wir nicht so weit über den Preisen der Konkurrenz liegen. Greifen wir auf die schon im alten Video vorgeschlagenen Laufwerke Cambridge CXC V2 oder den Audiolab 6000 CDT zurück, bleiben wir auf jeden Fall weit unter dem Preisniveau des CS100. Ziel meines Experiments war ja letztlich nur herauszufinden, ob wir mit einem externen Laufwerk gegen den Cayenne anstinken können. Zu meinem großen Pech ist die Idee mit den getrennten Laufwerken noch nicht bis Thailand durchgedrungen. Das hat mein Foto ja symbolisch schon angedeutet. Unter Laufwerk versteht man hier noch was anderes. Ich habe in Thailand nur den Cambridge angeboten gefunden. Das ist lächerlich, wenn man weiß, dass es eigentlich Dutzende von neuen Laufwerken auf dem Markt gibt. Wie auch immer, ich muss mangels Angebot diesen Weg aufgeben und weitere Versuche denen überlassen, die den vorgeschlagenen Weg weiterverfolgen möchten. Klangwelt will ja ohnehin nur Anregungen geben und niemandem vorschreiben, was er wie und mit welchen Geräten zu hören hat. Nachdem das hübsche Gerätlein aber nun mal in meinem Hörraum stand, wäre es doch jammerschade gewesen, nicht einen kompletten Vergleich der beiden Abspieleinheiten durchzuführen. Und der hat mich dann doch gewaltig überrascht. Gleich werden Sie wissen, warum. Steigen Sie wieder ein in das Hörkarussell, eine neue Runde beginnt. Instrumente und Stimmen haben eine gewisse Aura, die der CD15 gerne wegfiltert, vermutlich, weil er es für Verzerrungen hält, dadurch wirken die Klänge etwas matter. Beim CS100 habe ich das Gefühl, ein bisschen tiefer in den Resonanzkasten des Pianos hineinzuhorchen. Katelines Stimme ist eine Spur rauchiger, intimer. Der Prisma gibt die spritzigen Pianoläufe um Bruchteile weniger akzentuiert wieder, sodass man bei konzentriertem Hören schneller das Interesse verliert und nicht mehr so aufmerksam folgt wie beim Cayenne. Insgesamt sind die Unterschiede aber nicht groß. Wer eine nicht optimal sauber spielende Anlage hat, ist vielleicht froh, dass der CD15 die erwähnten Aura-Effekte weglässt. Lassen Sie sich nicht täuschen, das ist keine säuselnde Weihnachtsmusik, sondern ein umwerfendes Demostück, welches zu zeigen vermag, wie unglaublich viele Teile ein vollbestücktes Schlagzeug hat und was man damit alles machen kann. Es fängt harmlos an und steigert sich immer mehr, bis die Drums schließlich die gesamte Breite der Bühne einnehmen. Entweder waren hier zwei Drummer am Werk oder man hat am Mischpult entsprechend nachgeholfen. Der Effekt ist so toll, dass ich ausnahmsweise nicht lange überlegt habe, ob das nun wirklich wirklichkeitsgetreu ist oder nicht. Dieses Showpiece deckte auf jeden Fall gnadenlos zwei Schwachpunkte des Prisma CD15 auf. Während sich die Stimme der Sängerin beim CS100 wie ein Adler über das Drumchaos erhebt, wird sie beim Primare von den vielen Trommelschlägen zugedeckt und hat um ihre Vorrangstellung
Schließlich ist es ja trotz allem eine Vokalnummer und keine Schlagzeugdemo, schwer zu kämpfen. Auch die Schlagzeugelemente sind beim CS-100 differenziert, echt. Jeder Schlag wirkt greifbar wie auf einem Foto mit einer 2000stel Sekunde aufgenommen. Manche Geräte und Lautsprecher schieben einfach alles nach vorn, um Präsenz zu simulieren, aber nein, alles bleibt säuberlich auf der Bühne. Es sind nur die aberwitzigen Schallwellen und Druckwellen, die auf einen zukommen und ein totales Live-Gefühl erzeugen. Der Prisma packt die Blechbläser leicht in Watte ein und reduziert dadurch die schmetternde Wucht, mit der sie eigentlich brachiale Akzente setzen sollten. Auch die Kontraste zwischen den vielen Klang- und Rhythmusgruppen, die von der ständig wechselnden Mikro- und Makrodynamik leben, werden wie mit einem Limiter gebändigt, was wiederum dazu führt, dass die 3D-Strukturen abgeschwächt werden oder auch mal fast verloren gehen. Das kann es zeitweise schwierig machen, sich in der komplexen Orchesterlandschaft zurechtzufinden. In dieser Runde war der Prisma für meinen Geschmack der klare Verlierer. Entweder hat sich Primare bewusst dafür entschieden, die Kapazität des Decks nicht höher zu treiben, als es für die eingeschränkte Klangqualität beim Streamen nötig ist. Oder man wollte im Sinne der Modellreihenabstufung einen Abstand lassen zu den höherpreisigen Geräten der Firma. Auf jeden Fall hat mir mein Experiment eindeutig gezeigt, dass man beim Wandler gespart hat, denn das Laufwerk war dem Cajin durchaus ebenbürtig. Den Primare CD-15 würde ich ganz im Sinne der Firma all denen empfehlen, die nicht nur CDs hören möchten, sondern Wert auf ein bequemes All-in-One-Gerät mit Internetradio, Bluetooth und Wi-Fi legen, die vor allem auch Musik von Spotify oder Tidal oder einem anderen Anbieter nutzen wollen und dafür gerne auf äußerste Klangqualität verzichten. Wer gerne seinen Blick über fein ausgearbeitete Orchesterlandschaften schweifen lässt und Raffinessen und einen besonderen Spaßfaktor sucht, wird woanders wahrscheinlich besser bedient. Der Wandler ist ein Warmduscher, ein strenger Beamter, der befehlsgemäß nie über seinen festen Brillenrand schaut. Ein gewissenhafter Buchhalter, der nicht in den funkelnden Sternenhimmel aufsteigen kann und die Magie vieler Musikstücke, die Fähigkeit, den Hörer zu elektrisieren, lieber weglässt, um ja keine Fehler zu machen. Weil das Gerät die Dynamikspitzen komprimiert und man nicht versucht ist, Lautstärkeunterschiede durch das Potentiometer zu beeinflussen, ist es aber ideal für Hörer, welche Musik eher nebenbei oder im Hintergrund laufen lassen oder aufgrund eines kleinen Zimmers oder aus Rücksicht auf Familie oder Nachbarn ohnehin nicht das Äußerste herausholen können, dafür aber jede beliebige Digitalquelle nutzen können, was für viele ein entscheidender Vorzug sein kann. Übrigens bietet der Prisma 15, wie die meisten modernen Geräte, neben dem festen einen variablen Ausgang für die Besitzer von aktiven Lautsprechern. Und man kann durch den Wegfall eines Vorverstärkers seinen Gerätepark klein halten.
Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder mit dabei beim Auspacken und beim Hören. Ich verspreche Ihnen, es wird hochinteressant. Tschüss.